Waffe hier. Schiebe mal eine Zuckerstange, willst du mal dran lecken? Ja. Geil. Sie pushen richtig komisch, Digga, das meine ich halt. Drei Neons, Digga. Ich hab minus 105. Gehen on Zeit, gehen on Zeit. Schicker, was? 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 Du hast so an, Junge! Was? Das ist doch ein Scherz, ich muss für meine Kills arbeiten, Mann! Wolltest du nicht duschen gehen? Ja, ich lade gerade noch meinen Rasierer. Hä? Nein, ich will mir meinen Scheiß. Ich will jemanden stürzen. Ja, so ist es. Die Arschhalle, Digga. Nee, die lasse ich seit. Weil sie keine Lust hat, sich durch den Dschungel schlagen zu müssen mit der Machete. Also, ich kann euch sagen, Digga, meine Arschhaare sind länger als fucking Brasilien, Alter. Ich hoffe, ihre sind's nicht. Junge, daran hält er sich immer fest an den Haaren. Ja, Pferdeschwanz von hinten. Das ist einfach so ein Zopf am Arsch, Alter. Das kommt ins Video, Digga. Das kommt so ins Video. Mit rein. Das ist so geklärt. Also Brasilien ist 4400 Kilometer lang. Schön. 4000 Kilometer, das ist krank lang. Wenn man überlegt, bis Malle sind es 1000 Kilometer. Warum weißt du so genau, wie weit es bis nach Malle ist? Ich muss doch wissen, wie ich zu meinem Ballermann komme. Schwester ist Friseurin. Das Aha. ist wild. Also deine Schwester ist Friseurin? Ja. Vielleicht hilft die dir auch mit den Arschhaaren aus. Jetzt seid's Gott los. Nein, nein, Digga. Der Pferdeschwanz muss bleiben. Brauch was zum Halten, Digga. Ansonsten nimmst du Schulranzen. Ja. Grüße an Belgien. Brauchen wir jetzt wirklich noch eine Killjoy, Mann? Dann kauf der Lilly einen Laptop und lass die deine Pocket Killjoy sein. Stimmt. Hast du gehört, Lilly? Okay, ja, also Lilly will einen Laptop, glaube ich. Willst du einen Laptop? Okay, sie nickt. Weil die, also... Die Lilly ist safe so eine, die sitzt dann da und redet kein einziges Wort. So im Discord. Ist mir egal, ob sie redet oder nicht, Hauptsache sie drückt. Ja, ist so. Hauptsache sie dreht rein. Yeah. Digga, nach zwei Wochen ist sie immortal, Digga, pass auf. Ja, dann danach hat sie aber auch genug E-Boyfriends neben dir. Ja, und dann zieht sie Accounts ab. Ja, der Lilly scammt dann Accounts. Alter, das wäre heftig. Digga, das ist einfach eine Business-Idee. Junge, Apro neuer Entry-Tat. Holy shit, Mann, ich mach Money mit Lilly. Unendlich viel. Warum haust du mich, du... The fuck? Wir brauchen jetzt Warum mal haust du mich? Ich brauch das Geld. Digga, den verlierst du nämlich. Nein! Oh, Mann, die Harte, Digga. Ja, okay, gut, er macht mit, er macht mit. Nixon ist am Chip-Talken und kackt erstmal fett rein, Digga. So lobe ich mir das. Wenigstens kann ich schwimmen im Gegensatz zum Ausländer. Okay, Digga, okay. Das Problem ist, das ist halt real, Digga. Mein Schlauchboot ist gerade geplatzt, Alter. Kann ich schon nicht schwimmen. Das hat einfach. Ich glaube, die Schweine hier brauchen was zu essen, Mann. Nein, Mann. Diesen Rahmen. Gib mal den Schweinen was zu essen, Alter. Wegen sonst verhungern die. Digga, willst du wirklich Schweinefleisch in Minecraft essen? Schweinefleisch was zu essen, Alter. Bist du dir da wirklich sicher, Mustafa? Niklas, das ist ein Clip. So, habt ihr schon Kinder gemacht? Ja, ich hab ganz viele Kinder. Wer hat viele Kinder? Torge. Ich hab schon alle. Torge hat alle. Ich hab alle. Ich hab alle. Es gibt ein Kind, was ich nicht besitze oder bekommst habe. Jetzt wird's schwierig. Also sag jetzt mal, für wie viel Geld würdest du einen Panda ficken? Ohne Kondom, Digga. Einfach anlaufen. Boah, okay, das ist eine Art. Digga, ich bin dir ehrlich, ich würde es für 10.000 machen, dann. Was? Bring mir den Panda. Die Frage ist, muss man da auch noch selber versuchen, den unter Kontrolle zu bringen, oder ist er sediert? Weil auch wenn die jetzt nicht die stärksten Bären sind, die haben trotzdem schon viel Kraft. Panda, ich schlag den K.O. und bumps ihn einfach. aber ich frage mich, muss ich kommen oder muss der Panda kommen? Nein. Du musst einfach nur eine Minute lang... Wie willst du wissen, dass der Panda gekommen ist? Ja, ist so, Alter. Soll ich dir sagen, wie deine Freundin... Wie würdest du versuchen, zu kommen dann? So, keine Ahnung, währenddessen an deine Oma denken? Ja, genau, hier sind die Fragen. Ich würde einfach daran denken, dass ich die Mutter von Panda bumse. Die Mutter von ihm. Ach, dort. Ich dachte, das klappt so, wenn ich da die Haarslips hinmache. Nee. Ach, Mann. Das hat nur geklappt, weil es runtergeläuft hat.
weil es runtergelaufen ist. Weil es runtergelöscht ist. Weil es schon spät. Was ist das? Was zur Hölle? Ich bin so gebrochen. Hey, Basti, du machst einen Prim, der wir nehmen jetzt einfach jetzt. Wir haben einen Knolle. Ja, wir machen vier Controller und wir haben doch auch noch einen Paulus. Kann man so eine Scheiße labern, Tobias? Kein Wunder, dass du übergewichtig bist. Okay, Digga. Das war ein mieser Diss. Spaß, liebe dich, Tobias. Ich weiß, dass du übergewichtig bist, weil deine Hoden so groß sind. Noch ein Wort, Digga, und du fällst in der Schule durch, weil ich dir nicht mehr helfe. Digga, ich hab grad deine Hoden komplimentiert und du willst mich in der Schule durchfallen lassen. Ja, ist ja die Mindestanforderung. Du bist nicht nur, als wäre dein Lehrer. A-Gangster, ja? Hm? A-Gangster? Hm. Digga, der Paulus klingt gerade so, wie wenn meine Freundin sauer ist. Bruder, ich kann nicht reden, ja. Der Voice Changer. Ja, okay, jetzt habe ich auch den Lili gehört. Bestimmt, ja. Er ist einfach Submissive Sim, Digga, und hat mich weggerotzt. Submissive Sim. Digga, Jason, du wurdest von einem Bottom getoppt. Okay, Bruder, Submissive Sim rasiert mich gerade aus dem Leben. Wird mir stinken. Stinkt mir auch. Ja, einfach der Sebastian, gegen den du da spielst. True. Warum nennt eigentlich keiner von uns den Ultrap? Ja, ich Ultrap. Ah, deswegen. Ja, genau deswegen das Feld. Bist du immer noch Tilt? Mhm. Ja, keine Ahnung, kann man ja mal so fragen. Bist du ja immer Tilt? Ist ja nicht das. Das ist es ja. Das ist mein Geheimnis, ich bin immer Tilt. Oha, es ist der Dodge. Er dodgt wirklich. Es ist der Dodge, Digga. Ja, aber dafür kriegen wir jetzt halt Split, Digga. Hat einen Schaden Split. Schon. Oder ja, dann kriegen wir jetzt Lotus. Ist besser als Alter. Ich zieh mir kurz einen Pullover an, ich bin gleich wieder da. Joru und Race. Ja, auch immer Angreifer starten, ne? Diese dumme Lottenscheiße, Alter. Lotus und Angreifer. Jorg im Hintergrund einfach in seinem Wohnmobil. Kannst du noch nicht einloggen, Tobi? Dann geh ich noch mal kurz pissen. Ja, bis gleich. Okay. In der Tupperdose und dann mir schicken. Schicke Drohne los. Digga, Tobias, bestell dich, die ist komplett offen. Digga, Tobias, schon so. Tobias, du hast gerade so deine Dings gemacht. Der bei mir bin ich hier irgendwie gesprungen, ich liebe es. Ich doch nicht. Ach,